Sieger, Charlie. Es klingt doch gerade gut. Meine Damen und Herren, wir feiern in Show und Co. ein Jubiläum, das fast auf den Tag genau 100 Jahre alt ist. Denn am 11. August 1885 erfand der Kanzler, der Ingenieur Gottlieb Daimler, das erste Motorrad. Dieses ist es 100 Jahre deutsches Motorrad. Ein Jubiläum. Brennt da hinten eine Kerze? Nee, ne? Das ist die Glührohrzündung. Ach so, wusste ich doch, ja. Dr. Paul Simser ist Chefredakteur bei der Motorpresse Stuttgart und weiß alles rund ums Motorrad. Zwischen diesen beiden Motorrädern, Dr. Simser, liegen 100 Jahre. Haben Sie noch wenige Informationen zu diesem Schmuckstück? Ja, das Fahrzeug war sehr holprig, das sieht man ja. Die Luftreifen wurden erst 5 Jahre später erfunden. Aber die ganz tolle Erfindung war der kleine Motor. Denn bis dahin waren alle Motoren zu schwer oder zu schwach, um ein Kraftfahrzeug anzutreiben. Und er hat mit einem ganz kleinen Motor bewiesen, dass das ging. Dieses Motorrad allerdings hat diesen schweren, kompakten Motor. Es ist ein Motorrad, das eigentlich schon ein bisschen Zukunft signalisiert. Also es ist nach PS 150 mal stärker und es ist 16 mal schneller als das alte vor 100 Jahren. Es schlägt aber ein bisschen die Brücke, weil das alte war der Auftakt fürs Auto und hier steckt doch schon viel Autotechnik auch im Motor und es fährt sich leichter. Meine Damen und Herren, falls Sie Motorradfreunde sein sollten, dann müssten Sie eigentlich diesen jungen Mann kennen. Ich darf ihn bitten, sich noch einmal vorzustellen. Gaston Rayet. Gaston, haben Sie ihn erkannt? Er ist Franzose und er hat zweimal das schwerste Motorradrennen der Welt von Paris nach Dakar gewonnen auf einer deutschen Mühle. Gaston, was machen Sie nächstes Jahr? Nächstes Jahr, ich fahre noch einmal in Paris-Dakar mit BMW und probieren für Gewinne für dreimal. Er will das dritte Mal gewinnen und wie ich den Jungen kenne, schafft das. Danke, Gaston. Dankeschön. Dr. Simser, ich darf Ihnen die beiden Herren vorstellen, das heißt, Sie tun es bitte selbst. Ebenfalls ungeheuer klangvolle Namen aus der internationalen Welt des Motorsportes. Max Daubel ist mein Name aus dem Rheinland. Ich heiße Emil Hörner, war der Beifahrer von diesem Gespräch. Daubel und Hörner, Weltmeister auf diesem heißen Ofen. Wie oft wart ihr eigentlich Weltmeister? Ja, ich hoffe, dass es noch bekannt ist als Max und Moritz, ich spanne aus den 60er Jahren. Wir waren von 1961 bis 64 Weltmeister. Danach nur zweimal Vize-Weltmeister und insgesamt 6-mal Deutscher Meister. Zum Motorrad als solches. Es war eine Konstruktion aus den 50er Jahren und hielt sich über 2 Jahrzehnte in Topform und hatte 60 PS und war 220 Kilometer schnell. Toi, 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 Ihnen beiden weiterhin alles Gute. Dr. Simser, kommen Sie mit. Es wird ein bisschen eng. Jetzt haben wir hier eine ganze Batterie aufgestellt von Motorrädern. Können wir die kurz erklären? Das war die große Zeit des deutschen Motorradrennsports. Dies ist das berühmte Motorrad NSU Max aus den 50er Jahren. NSU war damals die größte Motorradfabrik der Welt. Daneben steht aus den 30er Jahren, das heißt, diese ist von 1929. DKW war vor dem Krieg die größte Motorradfabrik der Welt und dies ist eins der typischen Volksmotorräder mit dem einfachen Zweitaktmotor, die dem kleinen Mann zur Motorisierung verhalfen. Und jetzt gehen wir in Richtung von Herrn Rehse. Wir kommen gleich, Herr Rehse, eine Sekunde. Dr. Simser, kriegen Sie es hin? Das ist quasi schon die Abteilung Fahrräder mit Motor. Wir gehen an der Motorradgeschichte vorbei. Hier ein Gespann, damals großer Luxus. Hier die erste BMW, eines der ersten klassischen Motorräder. Hier die Entwicklung vom Fahrrad, noch mit Tretkurbeln zum Motorrad. Moment, und hier, und hier ein Mann, der am besten für sich selber sprechen kann. Meine Damen und Herren, dieses ist einer der bekanntesten Motorradfahrer der Welt. Und wenn er jetzt seinen Namen nennt, werden viele Ältere sagen, Kinder, das ist er ja wirklich. Darf ich Sie bitten, Sie vorzustellen? Das ist er, ja, ich heiße Karl Rehse, bin Jahrgang 1930, 1948 mein erstes Rennen gefahren, als 18-jähriger Bub. Heute widme ich mich den alten Motorrädern, den alten, ausgedienten Rennmaschinen. Und wir fahren ja mit diesen historischen Rennmaschinen heute noch Zuverlässigkeitsfahrten, Gleichmäßigkeitsfahrten auf dem Hockenheimring. Am letzten Wochenende haben wir dort den 7. Grand Prix ausgetragen. Und das geschieht unter der Schirmherrschaft des Veteranenfahrzeugverbandes der Bundesrepublik. Dankeschön, Herr Rehse. Dankeschön, Dr. Simser. Ich darf noch sagen, dass einige der Maschinen eine Leihgabe waren aus dem Deutschen Zweiradmuseum in Neckarsulm. Herzlichen Dank.